Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Es ist fantastisch, was ihr macht. Ich war von Anfang an in die deutsche Mahnwachenbewegung über Facebook involviert und habe so gehofft, dass das endlich in Österreich auch passiert. Ich habe mich riesig gefreut, wie das begonnen hat. Ja, wer bin ich? Ich bin ein politisch engagierter Mensch, der viele Anliegen für die Gesellschaft hat. Aber das Allerwichtigste ist natürlich der Friede. Ich glaube, es war Willy Brandt, der gesagt hat, Friede ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und das kann ich bestätigen. Ich bin selbst 1941 geboren. Ein Monat vor meiner Geburt ist mein Vater gefallen. Meine Mutter war allein mit mir. Ich kenne also eine Kindheit von Luftschutzkellern und Essen, Löwenzahn auf der Straße und verfaulte Kartoffeln, und es war alles entsetzlich. 1945 ist meine Mutter mit mir als kleines Mädchen zusammen mit meiner Tante, die mit fünf kleinen Kindern in einen Rotkreuzzug nach Bayern, Richtung Bayern geflohen vor den Russen. Und in Straßwalchen ist dieser Rotkreuzzug, wo oben ganz groß rote Kreuze gemalt worden sind, von US-Tieffliegern bombardiert worden. Dreimal. Also ich habe zu Hause noch so ein großes Geschoss. Und also dreimal auch, wie schon die Frauen und die Kinder aus dem Zug rausgekommen sind. Das ist Krieg. Krieg ist kein Computerspiel. Unsere Politiker, die leider nicht mehr diese Verantwortung haben, die Politiker noch in den Jahren hatten, wo es wirklich um Visionen und um Verhandlungen und um Ziele gegangen ist, denen ist nicht mehr klar, denen ist überhaupt auch nicht mehr klar, wer diese Menschen hier sind. Das sieht man ja jeden Tag aus den Nachrichten. Mein Leben war nicht unbedingt leicht. Ich habe in einer großen Firma gearbeitet, um meine vier Kinder studieren zu lassen. Und deshalb, wenn es eine amerikanische Firma war, habe ich auch gesehen, gleich wie ich in Frühpension geschickt wurde und der Kosovo-Krieg begonnen hat, habe ich aus der Sprache, die damals kommuniziert wurde, gemerkt, dass da was nicht stimmt, was später dann auch erwiesen wurde. Ich habe damals, das ist jetzt auch ein Kernpunkt, zu dem ich kommen will, ich habe damals begonnen, ein großes Projekt, das hat geheißen Brücken für den Frieden, 1999 bis 2001 mit 54 öffentlichen Veranstaltungen. Davon den ersten Sommer hier im Theseus-Tempel, jede Woche und später dann im Radiocafé. Da wollte das der ORF das nicht mehr, weil zu politisch, das war schon die Zeit von Schwarz-Blau. Dann war das an anderen Orten und so weiter. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe bei diesen Brücken für den Frieden ein Setting entwickelt, weil es mir wichtig war, so wie jetzt, dass die Menschen reden, die Bürgerinnen und Bürger, und habe dazu Leute eingeladen, die Betroffene waren, serbische Studierende, kosovarische Historiker. Dann ist das weiter, hat sich diese Brücken für den Frieden auch auf andere Themen, Umwelt und Wirtschaft und so weiter entwickelt. Und es waren immer Experten, die aber nur ganz kurz reden durften. Nur 5 bis maximal 7 Minuten, und die Leute sind auf den Stufen da gesessen am Theseus-Tempel und rundherum die Menschen in den auf den Bankern, die wir zusammengeschoben haben. Und die haben sich dann ganz anders eingebracht als in normalen Diskussionen. Und das hat mich unheimlich bewegt. Da habe ich mir gedacht, da ist etwas.
Weshalb ich das jetzt erzähle? Weil ich erschüttert bin über diese Abwehr gegen die Mahnwachen, auch in Deutschland, ihr wisst es, ihr verfolgt das sicher auch hier, dass Leute sich zurückhalten, ja, wer weiß, was das ist, dass da zum Beispiel auch geschrieben wird, ja, wir verstehen das nicht, wir kennen uns nicht aus. Ein junger Freund, ein engagierter in Netzpolitik hat mir gesagt, naja, ich bin da vorsichtig, ich habe da Vorbehalte, weil die Medien sind da dagegen. Ich habe mir gedacht, ich kippe aus den Socken, das ist doch Wahnsinn. Da frage ich, was ist mit unserer Demokratie passiert? Und deswegen, nicht nur wegen des Ziels Frieden, sondern auch aus demokratiepolitischen Gründen, finde ich diese Mahnwachen, diesen friedlichen Widerstand so wichtig, weil es endlich darum geht, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder sichtbar werden, dass die wieder das Wort ergreifen, dass die wieder in Tuchfühlung kommen. Und ich verspreche euch, ich werde nicht ruhen, bis ich die Leute, die früher engagiert waren, auch aus ihren Löchern heraushole und ihnen sagen, seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt nicht ein Monopol haben auf eine Issue, die einmal die eure waren und inzwischen ist das passiert, was jetzt los ist. Das ist ja entsetzlich. Ich bin früher auch auf Demos gegangen in den letzten Jahren, also zum Beispiel 3 Jahre lang, jede Woche, auf die Donnerstagsdemos gegen Schwarz-Blau. Und zwar nicht nur wegen der Rechtsgefahr, sondern vor allem wegen der, das habe ich auch damals in einem Interview mit Profil gesagt, wegen der systemischen Lüge. Diese systemische Lüge ist nicht hinzunehmen und inzwischen ist sie viel, viel ärger geworden. Inzwischen glaube ich nicht, dass Demos einen Sinn haben. Ihr habt das wahrscheinlich mitgekriegt, was vor am Freitag nach einer Demo passiert ist. Es hat keinen Sinn, wenn die Gräben zwischen Menschen immer tiefer werden und sich dann schließlich eine Gesellschaft nur atomisiert. Es hat mich sehr bewegt, eine Radiosendung am Sonntag mit dem Alim Al-Gohari, dem ORF-Korrespondent aus den arabischen Ländern, der über den arabischen Frühling sprach und was daraus geworden ist. War ein Interview mit Oliver Bayer in diesem Café Sonntag. Und er ist gefragt worden, naja, ist jetzt nicht alles zu Ende und jetzt sind ja doch erst wieder die großen Mächte am Zug. Und er hat gesagt, nein, es ist nicht zu Ende, das muss wachsen. Und er hat ein ganz wichtiges Wort gesagt, was für euch hier auch gilt und auch wie der Felix das gesagt hat. Es geht darum, auszuhandeln. Demokratie ist miteinander aushandeln. Demokratie ist nicht, wir sind die und die anderen gehören nicht dazu, sondern Demokratie ist etwas miteinander zu entwickeln. Und ich glaube, es ist die wichtigste Haltung und die wichtigste Waffe gegen Extremismus, wenn wieder eine lebendige Demokratie, wo Menschen miteinander reden, aufgebaut wird. Danke.